Hallo Freunde des Sports, heute ein Erklärungsvideo zum 20-Kilometer-Lauf und zum Halbmarathon. Let's go! Die erste Devise lautet, wer die passenden und bequeme Laufschuhe trägt, läuft einfach besser. Ein kurzes Warm-up vor dem Lauf sollte in jedem Fall geschehen. Dies geschieht durch etwas Variation, Mobilisation, durch koordinative Übungen und gezieltes sowie routiniertes Bewegen der Muskelpartien. Nehmt euch etwas Zeit dafür, denn man will ja schließlich damit bewusst Krämpfen und Zerrungen vorbeugen. Der Körper verfügt auch über eine Art Gedächtnis und so können Grundmuster der Übungen verinnerlicht werden, wenn diese oft genug wiederholt werden. Und nun der Start. Geht es ambitioniert und zügig, aber auch ruhig in dem für euch passenden Lauftempo an. Denn wer zu übereifrig startet, kann womöglich hinten raus nicht mehr die entscheidenden Körner aufbringen, um den Lauf gut zu Ende zu bringen. Und nun einiges Wissenswertes zum Lauf selbst und ein paar allgemeine Fakten. Der 20 Kilometer Straßenlauf und der Halbmarathon sind sich sehr ähnlich, unterscheiden sich in nur rund etwas über 1 Kilometer, gemessen an der rein zurückzulegenden Wegstrecke, sind also nahezu identisch vom Training und der Vorangehensweise. Beide sind auch nicht olympisch, allerdings gehören beide als Langstreckenlaufdistanzen zur Leichtathletik und werden außerhalb des Stadions gelaufen. Vorwiegend werden diese auf asphaltiertem Untergrund gelaufen. Andernfalls wären dies sogenannte Cross-, Trail- bzw. Berg- oder Waldläufe. Auf Meisterschaften sind diese auch nicht mit Volks- bzw. City- oder Stadtläufen zu verwechseln. Achtet auf eure Konstanz, Lauftechnik und Ausdauerfähigkeit im Training. Vieles liegt oftmals in der Ernährung, am Laufequipment bzw. an der allgemeinen Ausstattung im Schlafrhythmus und nicht zu vergessen an der richtigen Motivation, im und vor dem Lauf, um ihn richtig anzugehen, zu bewältigen und erfolgreich zu Ende zu bringen. Und am Ende bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen guten Run zu wünschen. Jo, das war's.